Es war heute nochmal Thema, Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umzuwandeln. Wir haben das an der Tafel gemacht. Ich mache das nochmal schnell, damit das alle nochmal zu Hause nachvollziehen können. Es geht wie folgt. Die Schreibweise ist ungünstig. Ich schreibe das mal besser. Ich schreibe mal 90 Kilometer pro Stunde. 90 Eintel, also kann ich die 90 oben drauf schreiben, ist gleich. Und jetzt mache ich mir vorher nochmal Gedanken und sage, ein Kilometer ist ja, Kilo heißt 1000, 1000 Meter. Das kann ich also ersetzen. Und ich kann auch sagen, eine Stunde sind 3600 Sekunden. 60 Minuten mal 60 Sekunden, 3600 Sekunden. Und das mache ich mir zunutze. Ich sage, okay, die 90, die Zahl, die behalte ich. Und jetzt schreibe ich einfach statt Kilo, schreibe ich 1000. Und dann schreibe ich das Meter dazu. Jetzt steht eigentlich genau das gleiche, Kilometer oder 1000 Meter, ist das gleiche. Und hier unten schreibe ich nicht, statt, hier steht eine stille 1, ne? Eine stille, schreibe ich nicht eine Stunde, sondern schreibe 3600 Sekunden. Und jetzt kann ich loslegen. Jetzt habe ich nämlich die gewünschte Einheit, hier ist sie. Die gewünschte Einheit steht jetzt praktisch schon fast fertig da. Der Rest ist jetzt entweder Frage des Taschenrechners oder eine ganz einfache Geschichte, indem ich mal kürze. Ich streiche mal paarweise die Nullen weg. Jetzt habe ich durch 10 und jetzt habe ich durch 100 geteilt. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen weitermachen. Ich kann zum Beispiel durch 9 teilen, dann habe ich hier eine 10. Durch 9 habe ich hier eine 4. Jetzt habe ich hier oben 10 mal 10, das ist 100 durch 4 und das sind 25 Meter pro Sekunde. Das ist der Trick dabei. Also, ich kann jetzt auch nochmal hier rumkürzen. Gut, machen wir das nochmal. Durch 2 ist 2, durch 2 ist 5, durch 2 ist 1 und durch 2 ist nochmal 5. Jetzt sieht man es deutlicher, ne? 25. Und jetzt kann ich auch die Einheit wieder so hinschreiben. Jetzt bin ich nämlich fertig. Machen wir das Ganze mal umgekehrt. Mal sehen, ob das mit 25 Meter pro Sekunde in 90 Kilometer pro Stunde genauso gut geht. Ich kann versprechen, es geht. Dazu nochmal eine andere Rechnung. Wenn ich sage eine Sekunde, dann muss ich sagen, das sind, pardon, das ist ein 3600stel Stunde. Die Stunde kommt hier oben hin. So, und genauso kann ich sagen, ein Meter, das sind jetzt in Kilometern, kann ich sagen, das ist ein Tausendstel Kilometer. Wenn ich mal Kilometer nehme, kommt das Kilometer gleich oben hin. Oben auf dem Bruchstrich. So, und das mache ich mir jetzt nochmal umgekehrt zunutze. Jetzt sage ich, gut, ich möchte also 25 Meter pro Sekunde, ich schreibe es mal gleich richtig hin, in Kilometer pro Stunde umwandeln. Also mache ich einen Bruchstrich ein bisschen länger und sage, ich möchte aus Metern Kilometer machen. Naja, dann schreibe ich meine Kilometer mal hin. Und ich schreibe mal was nebenbei hin, damit man das besser sieht in grün. Kilometer, wenn ich das streichen würde, hätte ich hier 1000 Meter. Und das ist ja das Gleiche, so wie hier oben, wie rechts anzuschauen. So, das heißt also, damit ich das nicht verändere, muss ich eigentlich nochmal durch 1000 dividieren. Jetzt steht, wenn ich das kürze, ich kürze es nochmal in blau und dann mache ich es alles richtig. Durch 1000 ist 1, durch 1000 ist 1 und dieses Meter bleibt noch übrig. Dann habe ich nichts verändert, dann bleibt mein Meter so bestehen. Also nochmal, jetzt mache ich mir das nochmal zunutze und sage, gut, diese Erkenntnis, ich sage, gut, ich möchte gerne Kilometer haben. Wenn ich das aber, das war aber nicht schön, wenn ich das aber die Kilometer hinschreibe, dann muss ich, damit sich nichts verändert, durch 1000 dividieren. Ich habe praktisch mit Kilo und hier unten mit 1000, weil es das gleiche ist, erweitert. So. Da hätten wir das. Die 25, die müssen wir vorne erstmal lassen. Die brauchen wir so. Jetzt kommt das Gleiche mit Sekunde. Jetzt wird es scheinbar ein bisschen schwieriger, aber so schwer ist es gar nicht. Jetzt sage ich, hier unten möchte ich ja gerne Stunde stehen haben. Ich mache das mal in grün. Hier unten soll gerne Stunde stehen. Wenn ich hier unten Stunde hinschreibe, muss ich hier oben mit 3600 erweitern. Müsste eigentlich logisch sein, denn eine Stunde statt Sekunde muss ich mit 3600 erweitern. Und jetzt bin ich beinahe fertig. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Ich streiche mal die Nullen weg. Hier eine 0, hier eine 0, hier eine 0, hier eine 0. Und jetzt habe ich 25 mal 36 durch 10. Ich könnte jetzt nochmal, machen wir es mal, spaßenshalber, wir kürzen nochmal. Durch 5 geht das gut, dann habe ich hier eine 2 stehen und hier habe ich eine 5 stehen.
Und wenn ich die 36 nochmal durch 2 teile, dann habe ich hier eine 18 und hier natürlich nur eine 1, also kürzer. 5 mal 18, 5 mal 8 ist 40, 5 mal 1 ist 5, also 5 mal 10 ist 50 und 40 zusammen. Und siehe da, es ergibt sich 90, das war die Zahl. Und hier ist meine Stunde und hier mein Kilometer, also passt das wieder. Ich hoffe, das reicht zur Erklärung. Jetzt kann sich jeder selber irgendwelche Werte zurechtbasteln. Die können auch krumm sein, denn man kann ja mit dem Taschenrechner auch krumme Werte dann umrechnen. Aber ich rate vorher erstmal hinzuschreiben, umzuwandeln, also so entsprechend zu erweitern und dann erst mit dem Taschenrechner loszulegen. Ich habe hier nicht mit dem Taschenrechner gerechnet, weil ich gekürzt habe. Gut, ich hoffe, es hilft. Übt schön.